Hallo Großer, ich denke, ihr erinnert euch an das Video, mal wieder so langen Aktienvideo Rio Tinto. Na, also ich versuche mich dann weitestgehend rauszuhalten aus den ganzen Aktienthemen, weil ich einfach andere Themen jetzt seit schon geraumer Zeit in den Fokus gerückt habe, businesstechnisch, und dort auch primär mich dann meinen Fokus lege für alle Investitionen, alles was ich mache, aber so nebenbei rein zur Streuung hier und da mal 5 € investieren in irgendeine Aktie. Und ich habe ja hier auf dem Kanal über Rio Tinto unlängst, also vor 3 Monaten ungefähr, die letzte Rio Tinto Bewertung eben hier oder Meinung abgegeben. Und da habe ich eben damals schon gesagt, dass man erst, wenn es wieder unter 62 geht, um die 200-Tage-Linie, dass es dann erst wieder nachkaufenswert wird. Und genauso werde ich es auch wahrscheinlich vornehmen. Es ist natürlich sehr, sehr schwer zu sagen, wo sich jetzt hier in diesem, quasi in diesem Dip-Modus, wie wir uns jetzt gerade befinden, genauso wie ähnlich wie letztes Jahr um die Jahreszeit, ja, oder mehr oder weniger um die Jahreszeit, da war es ja auch so Mai, Juni rum, Juni dann nochmal den High und dann sind wir runter und dann hier habe ich ja permanent ja, hier einen 50-Euro-Sparplan sozusagen hier aufgenommen, ja. Und dann hier eben gestoppt, ja. Bin dann bei 60 € damals, glaube ich, zum Teil sogar raus. Gewinnmitnahmen, weil ich, man weiß ja nie, wo es hingeht. Und dann letztendlich hier oben, ja, also hier nie, nicht wieder irgendwas raus. Also dieses Cost Average kann man auch, sagen wir mal, auch mal aussetzen für ein paar Monate. Je nach Aktie macht durchaus Sinn, ja. Und wenn man jetzt nicht unbedingt begrenzte Ressourcen hat, ja. Das Problem ist ja immer bei diesen Sparplänen, ja, wo investiere ich wie viel und wie langfristig, ja. Und insbesondere mal etwas selbstständiger ist, und ich hoffe, dass du auch selbstständiger bist, ansonsten bist du hier an dem Kanal vielleicht verkehrt. Da weiß man nie so richtig, was passiert die nächsten paar Monate oder die nächsten paar Jahre, sowieso nicht. Und von daher immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das Ganze. So Cost Average auf die nächsten 20 Jahre oder sowas. Also alles, was zu langfristig ist, bisschen gefährlich. Also wer kann heutzutage noch wirklich sagen, was in 10 Jahren ist, ne? Also die Zeiten haben sich da wirklich geändert, ja. Und es wird ja auch zunehmend nicht anders werden, dass letztendlich zunehmend sich, also alles, was diese ganzen langfristigen Lebensversicherungen, ja, 40 Jahre im Voraus irgendwie was abschließen und so weiter. Ja, das ist ja alles Schnee von gestern. Ne? Das funktioniert ja alles nicht mehr. Und deswegen fokussiere ich mich ja auch so stark auf mein Business, weil da gehe ich eben von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, von Quartal zu Quartal. Und da plane ich im Grunde nie wirklich viel länger, was die Finanzen und die Investments betrifft, voraus als wie ein Jahr. Und das ist sozusagen, das kann man noch einigermaßen abschätzen. Und auch das ist manchmal nicht ganz so schwierig, nicht ganz so einfach bei den Dingen, die da draußen ständig passieren, plus unseren tollen Politikern da, die Grünen, die letztendlich mit unserem Land mehr oder weniger Schlitten fahren. Ja. Und all diese Faktoren zusammengerechnet, habe ich mich da sehr stark zurückgehalten, bis heute noch. Ja. Ich habe jetzt wieder eine erste kleine 5-Euro-Position hier aufgenommen, ja. Bei 60, ja, also quasi 2 € unterm 200-Tagesdurchschnitt und bin aber, ich übe mich in Geduld, ja, die Geduldigen am Ende werden letztendlich siegen, ja. Und es bleibt wirklich abzuwarten, wirklich abzuwarten, ob wir dann wieder in diese Range hier reinkommen, wo wir letztes Jahr ja fast irgendwie ein halbes Jahr irgendwie dann drinnen waren, ja. Also immer so zwischen 50, 52 und 60. Und ich habe sozusagen nochmal ein Kauflimit gesetzt bei, ja, so um diese Grenzen hier rum. Ja, so um die 48, zwischen 48 und 53 Euro. Ja. Und man kann das Ganze natürlich auch in Pfund kaufen. Der große Vorteil ist, wenn man hier einfach die PLC kauft, also quasi dieses GB-Kürzel da drin hat. In der WKN sozusagen, das ist egal, ob das jetzt in Euro oder in britische Pfund ist, die sind an der Börse quasi in London und in Australien. Und am Ende des Tages würde ich mal sagen, sind alle Währungen irgendwie gefährdet, ja. Also der Dollar, der Pfund, der Euro, irgendwo sind sie alle irgendwie gleichermaßen aufgeblasen und Schrott, ja. Und von daher ist es letztendlich auch egal.
Wichtig ist nur, dass hier das GB drin ist. Na, dann hast du einfach quasi da 5 paar Cent Quellensteuer noch gespart und top. Was jetzt nicht so ein Riesending ist, aber mal angenommen, du hältst jetzt das ein paar Jahre, dann akkumuliert sich das natürlich auch wieder. Letzte Ausschüttung ging dann raus in Pfund. Das Gute ist halt, dass man, obwohl man die hier mit Euro kauft, man die Dividenden dann in Pfund ausgeschüttet bekommt. Und dann ist da jetzt, wenn da jetzt genug angesammelt ist, dann irgendwann mal nach ein paar Jahren, kann man da natürlich dann stetig aus diesem Pfund, Dividendenpfund, dann das wieder reinvestieren, sozusagen Zinseszinseffekt daraus dann generieren, der mehr oder weniger quellensteuerfrei ist. Und das ist eben das Interessante an dem Ganzen. Ja, so eine kleine Strategie für sich. Wie gesagt, mit kleinem Geld, wo nichts wirklich, wo man sozusagen jetzt halt auch nicht unbedingt schlecht schlafen muss oder irgendwie sowas, ja. Immer im Verhältnis zu dem, was du eben kannst und vertreten kannst. Im Zweifelsfall auch mal ein bisschen länger durchhalten. Ja, und genau, das ist sozusagen so viel dazu. Man kann natürlich dann aus den Dividenden, die man dann im Pfund hat, dann noch eine zweite Position aufbauen. Da muss man nicht extra umtauschen, weil da muss man wieder dafür Geld bezahlen. Quasi dann an der Londoner Börse dann im Pfund auch dann eine zweite Position aufbauen. Und dann ist es eben diese zweite Pfund Rio Tinto Position, die letztendlich dann rein aus Dividenden besteht. Ja, ist auch irgendwie lustig. Okay, das soll es gewesen sein zu dem Video. Wie gesagt, keine Kaufempfehlungen und einfach nur meine kurze Review, Meinung und so weiter. Das ist letztendlich so ganz nettes nebenbei Spielerei. Als Selbstständiger würde ich, wie gesagt, immer Fokus auf dein Geschäft. Bis dahin, dein Thomas Klein.